Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Im letzten Teil habe ich wieder zwei User-Level gespielt und das zweite von den beiden User-Leveln hat mich so richtig hart gefistet. Nach über 2 Stunden jämmerlichen Versagens habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich echt absolut keinen Bock mehr hatte. Und trotzdem möchte ich versuchen, meine Ehre wieder ansatzweise irgendwie, sofern das denn möglich ist, wiederherzustellen. Und deswegen habe ich mir gedacht, spielst du noch ein Level von demselben User. Das ist nämlich der Pirate Board User Khadom. Und der gute Herr hat noch weitere Level. Und ich habe mir gedacht, ich probiere nochmal dieses Level aus namens Parallel Universe. Vielleicht schneide ich da ja besser ab. Ah, okay. Endlich mein Level, das in der New Super Mario Bros. Wii U Grafik Engine ist. Das ist das erste, was ich jetzt hier auf dem Kanal Let's Play in der Grafik. Ah. I see what you did there. Deswegen Parallel Universe. Weil eben gerade, als ich aus der Röhre kam, war genau dasselbe. Nur der einzige Unterschied war, dass hier kein Durchkommen war. Okay, da sind diese Fresspflanzen. Dann gehe ich mal wieder in die Röhre. Da wird wahrscheinlich eine Lösung auf mich warten auf der anderen Seite. Hier sind nur 2. Das heißt, ich kann einfach darüber springen. Way! Ah, okay, eine Kletterpflanze. Okay, gehe ich jetzt durch die Tür oder nehme ich die Röhre? Ach, die Röhre sieht lustiger aus. Okay. Dann gehe ich jetzt mal durch die Tür. Ich habe irgendwie so das Gefühl, meine Intuition war richtig, meine erste. Wow. Was geht denn mit euch? Da gehe ich mal lieber schnell mal in die Röhre. Und habe hier ein paar Plattformen. Wow. Okay. Okay, eine riesige Goomba-Parade. Da wird in dieser Röhre wahrscheinlich eine Lösung für mich sein. Ja, genau. Dann kann ich hier einfach ein bisschen vorjumpen. Plopp, 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 plopp. Plopp und plopp! Okay, da kommt eins raus. Dann gehe ich wieder in die Röhre. Jetzt lasse ich mich hier runterfallen, genau. Ah! Okay, hier sind jetzt Wumms und ich glaube, ich komme nicht an den Herren vorbei. Aber hier ist ja zum Glück noch eine Röhre. Okay. Ah, dann muss ich wahrscheinlich den Wandsprung benutzen. Yep. Ja, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, diese Mario Engine zu spielen, weil bei den anderen kann man das ja nicht. Und wir versuchen natürlich, das Leben zu holen. Jawolli! Oh yeah, Mario Time. Ja, weißt du, Khadom, das war ein Level, das konnte man schaffen. Das war ein Level, das war relativ einfach. Das war nicht so ein abgefuckter Scheiß, den du mir beim letzten Mal entgegengeschmettert hast. Aber gut, sehr schönes Level. Jetzt fühle ich mich persönlich ein kleines bisschen besser, auch wenn allen anderen klar ist, dass das überhaupt nichts zur Sache tut, denn das vorige Level war mit dem ja überhaupt nicht in Schwierigkeit zu vergleichen. Trotzdem, für mein eigenes kleines Selbstwertgefühl ist das ein kleiner Gewinn. So, dann haben wir jetzt natürlich aber auch noch Zeit für ein anderes Level. Ich habe jetzt hier noch 2 Level vom Pirate Board User Dylan. Spin Jump Castle. Ah, das ist wieder so eins mit Super NES Mario. Was ist das? The Abandoned Cooper Mine. Das ist hier wieder Wii U Mario. Ich denke, ich spiele einfach mal das. Wir haben jetzt schon so viel Super NES Mario auf diesem Kanal gesehen.
Okay. Holen wir mal ein paar Münzen. Kann ja nicht schaden. Der Kollege trottet da seines Weges. Okay. Oh, da sind Boos. Ah, da kommt er wieder. Kann ich das jetzt alles in einem Run schaffen? Nee, doch. Geht auch so. Was ist denn das? Kann ich dagegen springen oder passiert da irgendwas? Ja, ich sterbe. Wenn ich dagegen springe, weil da anscheinend gar nichts ist. Was war denn das für ein komischer Strahl oder was auch immer? Ach, das war vielleicht hier so ein Pilzstiel. Das kann natürlich sein. Ja, dann können wir da jetzt eigentlich durchrennen. Wait. Ah, aufpassen auf den hier. Wandsprung, habe ich gesagt. Das wäre fast schief gegangen. So, hier, Wandsprung. Wieso machst du denn keinen Wandsprung, Kollege? Geh doch nur nach da oben. Geht doch. Wow, also. Erzieht euch mal bitte hier. Auf euch habe ich nicht so viel Lust. Stirb! Ah, nein, du verdammtes! Ah, ich meine, es hier wieder ein Pilz. Mach ich fertig! Na. Ha, ausgetrickst. Nein! Ja, ich bin dumm, die haben mich ausgetrickst. Gut, ich springe hier rüber. Way! Noch mal nach unten. Ich kann jetzt nicht sehen, was unten noch erwartet. Ah. Ich bin wieder nach oben anscheinend. Oh, ein Pilz. Uff, was ist denn da los? Ah, okay. Ich war lieber vorsichtig und habe mich an der Wand entlang gleiten lassen. Und auf einmal sind wir unter Wasser. Warum nicht? Ich müsste mal irgendwas haben, um die Blöcke kaputt zu machen. Verpisst euch, ihr scheiß Fische. Ich hasse die. Zielsuchende Zombie-Fische. Hier sind wieder diese verdammten Blues, die auf dem Boden sind. Nein, lass mich in Ruhe. Verrecke. Na, Pilze habe ich genug, beziehungsweise noch groß. Oh, gar nicht. Was ist denn da jetzt los? Ah, okay. Da kommen wir jetzt wohl nicht drum herum. Schnell! Schnell, Mario! Oh nein! Ich war nicht schnell genug. Sonst hätte ich hier durchgekonnt. Ich weiß gar nicht, kann ich eigentlich die Blöcke. Die Blöcke, sage ich schon. Die Schalter unter Wasser auch greifen und dann trotzdem damit weiterschwimmen? Ich weiß es gerade echt nicht. Die Füße in Schach halten, damit sie mich nicht einkesseln wie eben gerade. Hasch mich! 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja, das geht anscheinend. Wow, damit bin ich sogar echt schnell. Ich wusste, dass das mit einer Art Panzer geht, aber das ist neu für mich. Gut. Dann probieren wir ihn jetzt hier vorne. Bitte entdeck mich nicht. Na! Boah, das ist knapp. Pilz? Pilz? Pilz! Sehr gut. Ich gehe mal lieber nach unten. Ah, blöde Idee. Drei Boos. knappe Sache. Auch wieder knapp. Ah, lasst mich doch alle in Ruhe hier. Aber Gott sei Dank.
Oh, das war's schon. Ja, okay. War ganz nett, das Level. Mal angenehm nicht ultra hammer heftig schwer. Dann würde ich sagen, probieren wir aber nochmal das andere Level aus. Von ihm. Das Spin Gem Castle. Okay. Da ist ein Koopa. Und ein Wump. Plopp. Muss ich da... Ah, okay, es geht auch so. Ich dachte gerade, ich hätte im Sprung den Koopa werfen müssen. Und dass es nur anders nicht geht. Das ist auch schon los. Okay. Kein versteckter Block oder so. Ich glaube, da hoch komme ich gar nicht. Ah! Okay. Kann ich Anlauf nehmen? Dann trifft er mich und meine. Das reicht nicht aus. Okay. Das Einzige, was ich mir jetzt denken könnte, dass ich wirklich viel Anlauf nehmen muss. Jump und Jump. Nö. Hm. Ja. Das wäre jetzt doof. Selbst wenn ich auf den Koopa draufspringe, reicht, glaube ich, die Entfernung nicht. Wie soll ich denn dann jetzt bitte da hochkommen? Wenn ich auf die draufspringe, dann bin ich eher auch tot. Ah, nee, warte. Ich habe ja jetzt den Pilz, deswegen bin ich größer. Das heißt, einen Schlag müsste ich aushalten können. Ja. Yep. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Wow. Holy shit! Oh, ist das gemein! Fuck you! Das heißt, ich muss meine Recovery Time von dem Pilz nutzen. Ja, und da unten ist es natürlich genauso. Oder was? Weil hier geht's ja jetzt nicht woanders lang, oder übersehe ich was? Ich habe immer so das Gefühl jetzt in letzter Zeit, dass ich immer unsichtbare Blöcke übersehe. Weil ich da so hart in den letzten Teilen gefailt bin. Aber irgendwie... Ah, nein. Koopa, du nicht. Ja, wenn ich da... Ja, der springt auch nur so kurz. Das heißt, ich hätte jetzt auch gedacht, vielleicht springen die weiter nach oben, dass ich dann kurz auf den Plattformen da mich halten kann, aber die springen gar nicht so hoch. Immer wieder, der bummt immer nur wirklich nur so einen Zentimeter. Ich habe einen... Eine böse Vermutung, nämlich, dass ich mit dieser Schildkröte diesen Block aktivieren muss. Aber das wird ganz schön knifflig, da den richtigen Winkel zu finden. Oh, ich sehe es jetzt schon, das wird doch so assi, ne? First try! Ich bin awesome! Ah, wie geil! Okay, Leute, das war jetzt echt richtig krasses Glück. Heftig. Nein, ich bin wie Batman mit seinen Batarangs. Erster Versuch. Okay, jetzt darf ich das nicht verkacken hier. Denn ich habe jetzt zwei. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Laufe ich jetzt nach unten oder springe ich nach oben? Weil einmal würde ich schaffen, zweimal würde ich schaffen. Da sind ja zwei. Was ist da die bessere Alternative? Ich glaube, nach oben kann ich besser die Sprünge einschätzen als nach hier unten. Deswegen versuche ich es mal einfach nach oben jetzt. Zap. Zap. Oh ja. Ich lebe noch. Okay. Da ist die Tür und da ist. Muss ich überspringen. Wow! Okay. Zwei Leben, super. Bringt mir überhaupt nichts. Da komme ich wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite von der Tür raus. Oh, fuck you, nicht dein Ernst.
Oh Gott! Nee, oder? Leck mich doch. Wie ich das hasse, ne? Wenn man sowas einbaut, das einem überhaupt nichts bringt. Das heißt, ich muss jetzt da runterlaufen, habe jetzt aber nur noch ein Continue quasi. Was? Okay. Ja, natürlich. Hier kommen jetzt auch noch Gegner raus, oder was? Reingehen in die Röhre kann ich nicht. Oh, fuck you. Oh. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss diese Recovery Time so perfekt ausnutzen, dass ich dabei weiterrenne und dann da oben hochspringe. Anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Es sei denn, ich habe mir wieder hier irgendwie so einen Block übersehen. Oder sowas. Oh, wie geil! Ich bin besser, als ich dachte anscheinend. ich entdecke ja vollkommen neue Skills an mir. Das ist echt geil, Mann. Okay. Oh nein! Nein! Oh! Ja! Ja! Oh, shit, Mann! Oh, holy shit, war das knapp. Und ich bekomme einen anderen Pilz. Super. Und natürlich sind hier Kreissägen und riesige Bums. Das ist doch wieder genau dieselbe Scheiße wie eben gerade auch. Und ich weiß nicht, was vor mir liegt. Deswegen weiß ich auch nicht, wie ich springen muss. No risk, no fun. Wow. Wow. Fuck you. Okay. Wie soll ich denn hier jetzt bitte rüberkommen? Kann mir das mal einer sagen? Oh, leck mich doch. So, Pilz! Fick dich! Komm schon, komm schon, komm schon! Ich spring auf dich drauf, weil ich ein total lebensmüder Typ bin. Spring ich hier! Fuck you! Hol mir den roten Panzer! Hau dagegen! Jawolli! Hol mir die Blume! Lauf hier lang! Und verkacke! Kläglich! So, sind wir wieder hier. Springen und das bringt uns gar nichts. Ah, fuck you, man. Ich muss hier richtig schnell sein. Ich muss in der Mitte landen und dann direkt springen und dann hoffen, dass ich nicht auf den Cooper treffe, um dann wieder auf die andere Seite zu springen, wo die Lava ist, weil ansonsten komme ich da nicht rüber. Ist doch nicht möglich. Wait, what? Fuck you! Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Hier öffnen sich ja vollkommen neue Wege für mich. Leckt mich alle am Arsch, ihr Assis. Ihr könnt mich mal sowas von hart am Arsch lecken. Jetzt treiben wir es richtig, Bontia. Trotzdem reicht das nicht aus. Anscheinend. So, da probieren wir jetzt nämlich mal was vollkommen Neues aus hier. Beyblade! Oh yeah, baby.
Jetzt wird doch hier ein langsamer Schuh draus. Ha! Ja. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Bam, bam, wow. Twoing, twoing. Fickt euch alle! Wuhu! Nein. Scheiße! Nein! Ah! Da war ich zu wagemutig. Let's Beyblade! Beyblades! Ja, schade, ich dachte vielleicht. Ich dachte vielleicht kann man da ja rüber, aber. Nee. Ah. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Denn ich kann mir noch die Feuerblumen holen. Jawolli. Ja. Jetzt bitte nicht wieder verkacken, Mario. Batz. Wuhu! Ob Mario wohl irgendwann kotzt, wenn ich das oft genug oder lang genug mache? Bam! Juhui! Okay, was ist hier los? Ein paar Münzen? Okay, ich mag Münzen. Ah, Pilz, bleib hier! Ja, super, jetzt ist hier ein Bowser. Irgendwo. Und ich muss mich hier weiter auf dem Wumpdreh spinnen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Hallo? Wumpf, wo bist du? Hallo, Wumpf! Kommst du auch nochmal wieder? Ja, da bist du. Komm mal bitte her, damit ich auf deinem Kopf herumtänzeln kann. Ja, das war klar, dass es passieren wird. Wow! Nein! Scheiße! You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, round, 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 round. Ja, cool, das funktioniert tatsächlich. Oh, was finden wir denn hier Schönes? Ha, eine Feuerblume, da lacht das Herz. Fickt euch alle, wuhui. So, und jetzt muss ich hier auf die Schildkröte warten. Nicht jemals. Na, fuck you. Das war tatsächlich mein dummer Fehler. Scheiße! Hätte ich gut gebrauchen können, die Feuerblume. Na gut, jetzt muss es halt so gehen. Ah, nein, 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 nein. Fuck, was war das denn? Nein! Ich bin aber auch dumm. Kommen die Goombas vielleicht wieder? Wieso sag ich Goombas? Koopas natürlich. Ne, sieht nicht so aus. Und das reicht nicht, leider. Ah, shit. Shit, shit, shit. Da muss ich echt pingelig genau aufpassen gleich. Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt schaffe. Ah! Wieder genau zur selben Stelle. Halt, Moment, ich habe da gerade eine ganz lustige Idee. Way! Das heißt, ich brauche den Koopa eigentlich gar nicht. Okay. Neuer Versuch. Neues Glück. Ja, das funktioniert schon mal nicht so gut wie gedacht. Alter, hab ich den Pilz schon geholt? Nein, habe ich nicht. Haha, sehr gut.
Jetzt warten wir einfach hier oben. Denn ich glaube nicht, dass die Feuerbälle noch höher kommen werden. Bis unser guter Wump wiederkommt. Das ist jetzt natürlich echt scheiße mit den Feuerbällen hier direkt. Wah! Wah! Mamma mia! Fuck you. Aber egal, egal. Wir machen weiter, wir machen weiter. Komm schon. Och nö, ne? Nein! Nächstes Mal kann ich mir einfach schenken, die Feuerblume zu holen. Weil das bringt ja eh nichts. Okay. Nein, okay, das geht nicht anders. Da muss ich durch. Nein! Wow! Habt ihr das gesehen? Aber ich befürchte, dass das jetzt leider war, weil hier nicht noch mehr Wump kommen wird. Vielleicht, wenn ich rein und rausgehe? Könnte das was helfen? Ja! Aber Glück gehabt, okay. Neuer Pilz, neues Glück. Das nicht sehr lang anhält. Ah. Okay. Ich bin richtig gepumpt hier. So, los geht's. Oh, ich bin so dumm. Ich bin einfach dumm. Deswegen springe ich jetzt wieder hier runter und hol mir den Pilz. Und geh wieder durch die Tür, damit der Wump direkt wieder kommt. Los, komm schon. Ja, ist ja auch gar nicht unfair, wenn du so eine Feuerwand auf mich losschickst. Und ich weiß ja doch jetzt schon, dass ich hier... Ich könnte höchstens so... Wow. Boah, krasser Scheiß, was geht ab? Fahr doch weiter! Fahr doch weiter! Tu doch etwas! Ah. Das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Da kommt doch leider kein Pilz mehr raus, ne? Nee. Was war das denn, ey? So, vielleicht haben wir ja megamäßiges Glück. Ich bezweifle es zwar nicht. Boah! Kranker Scheiß! Doch Glück. Nein! Oh, so nah und doch so fern. So, jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, dass, wenn das Timing stimmt, ich dem Feuerstick da oben ausweichen kann. Wenn. Aber wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? Jump. Ah, scheiße. Aber war knapp. Was? Oh nein! Fuck! Ja! Ich bin noch groß. Das könnte es sein, Leute. Das könnte es sein. Nein! Fuck. Boah! Okay, neuer Versuch. Aber ich habe jetzt wieder eine neue Idee. Und zwar, weil ich gesehen habe, vorhin, dass da vorne so eine Art Brücke war, beziehungsweise auch der Bowser die ganze Zeit rumspuckt, kann ich es, glaube ich, gleich einfach mal riskieren, einfach in den Tod zu springen, sobald ich hier bin. Ah! Hätte mich das Ding da jetzt nicht getroffen. Aber Leute, das ist der richtige Weg. Wenn ich da jetzt noch meinen Pilz gehabt hätte, wäre ich am Bowser vorbeigekommen. Okay, jetzt bloß keinen Fehler machen. Das habe ich schon öfters gesagt. Ja. Fick dich, Bowser! Fick dich! Ja! Ja! Stirb, du dreckige Kröte! Ja! Meine Fresse. Ah, schön, ein kleines Feuerwerk.
Okay. Dylan, ich muss sagen, ein sehr, sehr geiles Level. Wenn man nicht so verdammt dumm ist wie ich und sich nicht im Klaren ist, was für Fähigkeiten Mario eigentlich hat, dann geht das eigentlich. Aber das erklärt auch, warum ich in ein paar früheren Teilen oder am Anfang generell der Meinung war, dass ich auf die Wumms draufspringen kann. Weil ich war auch der Meinung, dass das geht. Und wie wir jetzt gesehen haben, geht es eigentlich. Aber ich bin einfach nur dumm. So. Nach dem ganzen Gedrehe habe ich jetzt irgendwie einen Drehwurm bekommen und ich glaube, Mario braucht eine Kotztüte. Und deswegen denke ich mal, war das genug wieder für diesen Teil. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö.